Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der My Little Box aus dem Monat Dezember. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die My Little Box ist eine französische Beauty Box, die monatlich erscheint. Sie kostet normalerweise 18,50 Euro pro Box und pro Monat. Und du kannst aber aktuell mit dem Code PERFECT, müsste das sein, setze ich dir auch in die Infobox, ne, 5 Euro sparen auf die erste Box, sodass du 13,50 Euro dafür bezahlen würdest. Und diesen Monat sollen wir einen Wert von 120 Euro hier drin enthalten haben, was ich wahnsinnig geil finde. Wir sollen hier Estée Lauder drin enthalten haben. Wir haben direkt schon mal eine schöne Tasche. Ich glaube, das ist immer so im Dezember, ne, dass es da etwas spezieller wird. Und ja, was wollte ich noch sagen? In diesem Video kann ich auch eine Box von einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Die Box würde dann nämlich direkt von der My Little Box an einen von euch versendet werden. So. Ich habe hier eine extrem schöne Schmuckschatulle und ich denke, dass das auch schon das erste Accessoire sein wird. Denn wir haben bei der My Little Box jeden Monat eine, ja, Geschichte, die auf uns wartet, eine Fantasiereise, auf die wir mitgenommen werden. Dann haben wir 2 Trend-Accessoires hier in der Box drin enthalten und 3 Beauty-Produkte, also mindestens, ne? Und es ist sehr, 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 sehr verspielt und sehr liebevoll gestaltet. Und ja, hier sehen wir tatsächlich dann auch schon gleich das erste Produkt und ich finde, es fühlt sich sehr, sehr schön an. Ist jetzt nicht so sackteuer hochwertig gedönsen, ne? Aber es fühlt sich flauschig an. Ich mag das. Der Versandkarton ist tatsächlich auch schon direkt so eine schöne Geschenkverpackung. Zieht euch das mal rein, wie wunderschön dieses Design ist. Und ja, das war ein Reim. Und das sieht einfach extrem schön aus mit diesen Schmetterlingen und den Blumen da drin und diesem Phönix, der aus der Asche scheinbar emporsteigt. Damals habe ich immer gesagt, Mensch, ich möchte gerne tatsächlich ein Tattoo haben. Das ist auch immer noch irgendwie so in meinem Brain drin, ne? Und das wäre dann tatsächlich ein Phönix, der aus der Asche entsteigt, der quasi richtig schön hier auf meiner Seite drauf tätowiert ist. Also quasi, keine Ahnung, fängt hier irgendwo hier hinten an und dann geht das hier so rum und dann habe ich das irgendwie auch noch knack über den Rücken und so. Ja, ja, ich habe mir direkt ein Riesentattoo ausgesucht und direkt halt auch so ein eine schmerzhafte Stelle, ne? Aber ich habe da echt Bock drauf. Also wenn irgendwann mal, dann sowas. Tatsächlich. Und deswegen finde ich das Motiv gerade sehr, sehr schön. Okay, also. Wir schauen mal so ein bisschen. Habe ich gesagt, dass ich die in der Kooperation zugeschickt bekomme? Weiß ich gar nicht. Ja, es ist in der Kooperation. Ich hatte die damals auch selber im Abo, aber daraus hat sich auch eine Kooperation entwickelt, was ich sehr, sehr cool finde. Als erstes haben wir hier so ein kleines Kärtchen. In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks. Das ist ein Zitat von Heinrich Heine und da hatte Heinrich Heine auch richtig, wirklich recht. Es ist eine self-fulfilling prophecy, also eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ob du sie gleich morgens im Bett öffnest, noch bevor der Trubel des Tages losgeht oder in einem ruhigen Moment am Abend, deine Box wird deine schönste Me-Time-Moments bereichern. Jo, 17:02 ist es jetzt gerade. Schatzi hat Feierabend, der passt dann auf Julius auf, dementsprechend ist es meine Me-Time hier, jedes Mal mit euch vor der Kamera. Wir haben an alles gedacht, was deine festliche Saison noch schöner macht. Entdecke die Produkte, die wir für dich zusammengestellt haben, gleich hier. Hier ist ein QR-Code. Den möchte ich doch einfach mal scannen, denn ich weiß jetzt nicht, was es zu bedeuten hat. Ne? Finde ich ganz interessant. Weil das hatten wir jetzt so noch nicht, ne? Dass die hier so mit so vielen QR-Codes arbeiten. Das ist neu, Leute. Immer mal wieder was Neues. Ja gut, Papierkrise, ne? Da muss jeder zusehen. Sonst hatten wir halt immer auch super viele Flyer und so ein Kram immer mit dabei. Da schaue ich mal, ob hier irgendwas... Oha! Accepté und Fermi. Oha, oha, oha. Okay, das ist jetzt wirklich alles auf Französisch hier. Das ist auch interessant. Na, zur deutschen Landingpage geht es hier entlang. Okay, das ist sehr freundlich. Ich hatte gerade schon gedacht, oje, muss ich jetzt mal eben gleich ein bisschen was grob übersetzen? Nee. Diesen Monat in deiner Box. Shushu Beauty. Wir wissen genau, dass jedes Jahr das Murmeltier wieder grüßt. Zimt ohne Ende, niemals zu viel Lametta, prall gefüllte Schaufenster und all die Erwartungen und Veranstaltungen, die uns manchmal eher schlaflose Nächte statt Sterne in den Augen bescheren. Dieses Jahr gestalten wir Weihnachten nach unseren eigenen Vorstellungen.
Ob du mit deiner Cousine oder Nachbarin feierst, die Magie bleibt die gleiche. Denn schließlich bist du es, die es erschafft. Was er schafft, genau. Die es erschafft. Wir wünschen dir, dass du Weihnachten immer wieder neu erfindest, in vollen Zügen genießen kannst und viele schöne Erinnerungen sammelst. Befrei dich von Konventionen, dem früher war alles besser oder dem grüneren Baum bei den anderen und starte das Fest mit All I Want for Christmas is to be me. Irgendwie total schön finde ich großartig. Dieses Jahr kommen deine guten Vorsätze mit unseren Produkten aus der Box so richtig in Fahrt. Also da haben wir dann die Produkte nochmal beschrieben und das finde ich wirklich schön. Also das kann man jetzt natürlich alles vorlesen, aber es ist halt immer super viel Text, ne? Das überlasse ich dann den Abonnenten selber, sich das einfach mal durchzulesen. Dann, das finde ich auch schön, ist hier beschrieben, wie man quasi diese Schachtel umfalten kann, um daraus eine Geschenkbox zu machen. Das finde ich natürlich cool. Klar, das Simpelste ist, wenn wir die auf links drehen, ne, dann haben wir das quasi so, wie wir die Box nach Hause geliefert bekommen haben, nur halt andersrum. Und dann kannst du das wirklich schön befüllen. Das finde ich total klasse. Und das ist super. Ich setze euch, wie gesagt, alles mal in die Infobox zu der Box. Und jetzt möchte ich wirklich mal so langsam hineinschauen. Also, das erste Trend-Accessoire ist diese wunderschöne Schmuckschatulle. Ich weiß nicht, ich glaube, man konnte sich irgendwie Farben oder sowas aussuchen. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Ich finde dieses, Petrol, würde ich dazu sagen, richtig schön. Also, das ist eine ganz, ganz schöne Farbe. Die mag ich gerne leiden. Hier hat man dann auch die Möglichkeit, da so entsprechend Uhren oder Armbänder dran zu machen. Ne? Hier ist auch noch ein Säckchen drin mit den Produkten. Das gucken wir uns gleich mal an. Und eine schöne Schatulle. Wirklich, da kann man auch die Sachen für die Reise mit reinmachen. Ne? Mag ich gerne leiden. Genau, das sind so Druckknöpfe. Da kann man dann auch Ringe oder so kannst du da super drin verstauen. Also definitiv ein sinnvolles Produkt. Dann gucken wir mal in das Täschchen hinein. Und da ziehe ich das erste Beauty-Produkt raus von My Little Beauty. Das ist die Eigenmarke von der My Little Box. Bekommt ihr auch teilweise auf der My Little Homepage zu kaufen. Call Me Rosie. Das ist ein Powder Blush. Nicht schlecht, Herr Specht. 5 Gramm sind hier drin enthalten. Ein Blush finde ich auch schön. Oh, der hat ganz, ganz, ganz zart auch so einen Schimmer mit drin. Ist ein etwas kühlerer Blushton, aber gefällt mir farblich. Doch, doch. Ne? Der sieht auf jeden Fall sehr passend aus. Ja, definitiv mit Schimmer, ne? Also das muss man mögen, aber ich finde es ganz schön, weil das recht subtil ist. Könnte mir auch sehr gut passen. Das finde ich cool. Tolles Produkt. War das? Nee, hatte kein Spiel, glaube ich, drin, ne? Nee, aber schönes Produkt. Schon. Schöne Farbe. Ich mag den. Dann gucken wir uns das nächste an. Was haben wir hier? Das dürfte ein Accessoire sein, ein Trend-Accessoire. Chin. Boucle d'oreiller tintant. Was? Wow. Klimpernde Ohrringe. Wie die berühmte Kirsche auf der Torte sind diese Ohrringe noch besser als die Zitronenscheibe auf dem Limonadenglas deines Looks. Und das Beste daran, sie bestehen aus einer recycelten Zinklegierung. Cheers! Hier haben wir jetzt dann klimpernde Ohrringe drin. Also eine süße Geschenkverpackung auf jeden Fall. Okay, ja, sehr modern. Und Ringe, die eine Runde spendieren. Hä? Okay. Das sind einfach so, goldfarbene Ohrringe, die eher so kreolenmäßig sind, ne? Weil die auch so geöffnet sind. Sowas habe ich tatsächlich schon, aber ich finde es schön, dass das so drin enthalten ist. Und das kann man dann entweder für sich selbst verwenden oder verschenken, weil das ist ja auch in so einer schönen Geschenkverpackung, ne? Ich finde es cool. So, weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich was von Pixie by Petra Skin Treats Clarity Tonic mit Salicylsäure und Probiotics. 100 ml sind hier drin enthalten. Salicylsäure soll ich ja während der Stillzeit auch leider erstmal nicht verwenden. Aber ich meine, dass es hier auch Alternativen gegeben hätte. Ich glaube, ein Glow Tonic und ein irgendwas noch, ein anderes Tonic. Aber ja, soweit so gut. Ne? Also das ist eine schöne Marke, eine hochpreisige Marke. Und ich glaube, da freut man sich auch drüber, wenn man sowas in der Box drin enthalten hat. Ein Toner finde ich persönlich auch immer eine schöne Geschichte. Einfach weil das so die
Haut auf die darauf folgende Hautpflege ein bisschen mehr vorbereitet. Und deswegen, einen Toner kann man immer gut gebrauchen. Ich verwende auch super gerne einen Toner. Ich glaube, die Asiaten verwenden zum Beispiel viele verschiedene Toner. Ne? Das ist auch immer richtig krass. Mir reicht einer tatsächlich. So, weiter geht die Bilderreise. Ich packe hier immer so schön rein. Hier habe ich von Estee Lauder Pure Color Envy Matte Sculpting Lipstick in der Farbe 333 Persuasive. Ich wusste tatsächlich, dass wir hier einen Estee Lauder Lippenstift drin haben werden und habe mir dementsprechend einfach mal die vier, die ich habe, rausgelegt und habe mir gedacht, naja, vielleicht habe ich den ja schon da. Und die Farbe 333 habe ich tatsächlich und genau den habe ich. Okay, das ist dann natürlich super, weil dann kann ich euch meinen direkt auch zeigen und den hier werde ich dann demnächst mal weitergeben. Ne? Estee Lauder ist sehr, sehr hochpreisig. Okay, also das ist wirklich ein Backsteinrot, wirklich. Ne? Es ist gar nicht so einfach, den ohne Lip Liner aufzutragen, aber er hat relativ hingehauen. Ich mag die Farbe, ne? Also sonst hätte ich den ja auch gar nicht mehr so in meiner Sammlung. Das ist so ein, ja, wie schon gesagt, Backsteinrot, aber auch so ein bisschen Ketchuprot, ne? Es passt jetzt doch einigermaßen zum Look. Es geht vollkommen klar, finde ich. Also ich mag die Farbe. Ich weiß nicht, ob man da jetzt andere Farben hätte drin haben können. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir hier zwei dekorative Kosmetikprodukte schon drin haben. Und die Farbe Persuasive, also überzeugend, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ihr seht sie jetzt auf den Lippen auch aufgetragen. Ne? Ich mag die Farbe. Das ist auch gar nicht so matt. Also es fühlt sich gar nicht so matt auf den Lippen an. Ne? Und also ich mag den. Sehr schönes Produkt. Okay, so. Einen habe ich hier noch drin und das ist dann quasi das vierte Beauty-Produkt, ne? Von Le Rouge Français. Das meine ich, dass es irgendwie so ein Wimpernserum oder sowas war. Da muss ich gleich mal eben nochmal reinlesen, weil da stand auch eben was dazu drin. Das erste Mal in der Box. Ein Pflegeserum für die Wimpern und Augenbrauen. Okay, da steht jetzt soweit auch nichts drin. 7 ml ist eine Full Size, kostet 30 ml. Kostet 30 Euro. Und das ist ja ein Serum für Wimpern und Augenbrauen. Inhaltsstoffe stehen jetzt hier nicht mit bei. Die stehen auch in meinem Briefing nicht mit dabei. Das heißt, da müsste ich mich mal online informieren, was es dann so sein wird. Es ist auf jeden Fall so ein milchiges Serum. Und ich finde es auch schon wieder so in Richtung dekorative Kosmetik und dementsprechend echt cool. Cool, dass es auch mit drin ist. Also Leute, das sind wirklich tolle Produkte. Wir haben schöne Beauty-Produkte, also quasi vier Beauty-Produkte drin gehabt. Wir haben ein Trend-Accessoire, was man halt wirklich auch 1A so, ne, weiterverwenden kann. Wir haben, also du kannst alles immer weiterverwenden, aber das ist halt richtig, also es passt halt irgendwie auch in die aktuelle Zeit. Du kannst es theoretisch auch als schöne Geschenkschatulle verwenden, wenn du was verschenken möchtest. Du kannst die Umverpackung auch verwenden, um sie weiter zu verschenken. Du kannst die Ohrringe tragen an Weihnachten und so. Also das ist eine schöne Weihnachtsbox und ich finde, dass sie hier einfach mal wieder gut einen rausgehauen haben. Denn wenn man überlegt, dass man das für 18,50 Euro bzw. für 13,50 Euro, je nachdem, ob man die schon länger im Abo hat oder halt jetzt neu, ne, bestellt, bekommt man schon was für sein Geld. Und das finde ich immer nice. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt diesen Monat zu der Box meint. Ich bin, wie gesagt, begeistert und kann euch die immer wieder nur empfehlen. Schaut in der Infobox vorbei, alles verlinkt. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, ne, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!